Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Wir machen heute, wie es die Überschrift sagt, Gnocchi-Pfanne mit Rosenkohl. Ich war in drei Geschäften, ich habe nirgends frischen Rosenkohl gefunden. Wir haben jetzt einfach TK-Rosenkohl. Das Rezept kann ich auf dem Discord, bloß ich habe so krass neue Rezepte auch. Critics an Mel, aka Melbeats, die hat mir gestern so viel krasse vegane Rezepte geschickt und da haben wir auch, ey, eins hat mich weggehauen, das ist aber eher so Backen-Styles, vegane Milchschnitte. Werden wir auch die nächste Zeit machen. Die Kombination Pinienkerne, getrocknete Tomaten, Salbei, Rosenkohl, Gnocchi, geil. Rosenkohl vierteln und in kochendem Salzwasser 7 bis 8 Minuten blanchieren. Das machen wir. Das machen wir. Wir blanchieren. Wir blanchieren, Leute. Jetzt wird erstmal richtig einer abblanchiert. Ey, das Krasse ist, am Anfang vom Kochen muss ich erst so wieder in diesen Chilaui-Modus reinkommen. Wisst ihr, was ich meine? Erst bin ich immer so, ey, schnell, 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 schnell. Und dann irgendwann so ein bisschen, wenn man so ein bisschen kocht, ist das alles ein bisschen entspannter. Salbei war ich früher auch nie so der Fan. Aber finde ich mittlerweile auch ganz geil, bin ich ehrlich. Die machen wir jetzt erstmal ein bisschen fresh. Nicht zu fresh. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht, wenn die so anfangen ein bisschen zu riechen. Ne? Geil. Ich bin beim Schneiden auch noch super vorsichtig, Alter. Ich habe es auch gesehen, als ich das Video geschnitten habe, auch beim Kartoffelschälen. Ich hatte die Kartoffeln, ein Kollege meinte auch, ey, du hast die Kartoffeln gehalten, als würdest du die so festhalten und stabile Seitenlage mäßig. Ich denke immer, ich hack mir irgendwas am Finger. Das will man natürlich nicht. Wobei, man sieht hier, wenn die ready sind, kommen die nach oben, ne? Gut. 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 Richtig, Mann. Rosenkohl, getrocknete Tomaten, Pinienkerne und Salbei darin erhitzen. Boah, Leute, das gibt schon eine sehr geile Angelegenheit, ne? Sag ich euch, wie es ist. Und wie gesagt, jetzt am Anfang machen wir erstmal wieder so einfache Styles. Ja? Wir kochen ganz gemütliche Dinge, die jetzt nicht so, ne, die uns nicht so voll auf Ding bringen, so, damit wir einfach kochen. Das ist der Plan. Dass wir wieder in die Hood Cuisine Styles reinkommen. Reinkochen. Ja, die Pinienkerne auch schon drauf. Jetzt. Ja, bei mir leider Rosenkohl viel zu selten auf der To-Do-Liste. Sag dir, das ist. Oh, 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 oh. Da hat es uns Kerne runtergezwirbelt, ne? Das war ein Schlawiner-Pfefferkern. Wo bist du? Hier ist einer. Salz, Pfeffer, Muskat, genau. Guck mal, wie geil das schon aussieht. Alter. Der Armin, der Linke. Als ich gehalten habe. Nur mal angenommen, man hätte hier wieder eine neue offene hier von drin. Nur mal angenommen. So, dann zwiebeln wir hier mal wieder ein bisschen hoch. Die Gnocchis rein. So, das lassen wir jetzt ein bisschen brutzeln. So, jetzt riech ich nochmal an. Ich habe übrigens auch, Leute, Hood Cuisine Instagram Account angelegt, weil diese ganzen geilen Bilder im Discord gehen die verloren. Checkt mal Real Hood Cuisine, da knall ich jetzt immer die Bilder drauf. Aber in diesem Sinne, Leute, ich würde sagen, alle nochmal dieses wunderbare Asian Heart rein. Bleibt gesund. Ich bin raus.